Ja, hallo ihr Lieben, ich bin mal wieder unterwegs und zwar mit Buddy und wer noch so dabei ist, das werdet in diesem Video ihr sehen können. Richtung Süden, wie gesagt, über Frankreich, vielleicht erst Portugal und anschließend Spanien oder vielleicht erst Spanien. Da lasse ich mich ganz überraschen. Wenn ihr mich begleiten wollt, dann würde ich mich freuen und dann sehen wir uns später. Ja, schön, dass ihr dabei geblieben seid. Und das sage ich nicht nur so, das meine ich auch so. Ich bin Ingo von Living to Travel und ich bin mit Buddy unterwegs. Und ja, unter anderem habe ich in meiner Crew wieder den Hermann dabei und die Mona, Kleinbären. Und ich habe sogar noch, dank Mikra Caravan, habe ich Zuwachs bekommen, einen Hasen. Den lernt ihr auch noch kennen. Zumindest bin ich nicht alleine. Und wer ist noch dabei? Ganz genau, die Lotti. Mein kleiner Welpe, was heißt klein? Mittlerweile fast 4,5 Monate. Ja, ich werde jetzt erstmal ein wenig Strecke machen. Autobahn ist nicht ganz so toll, aber ich möchte zügig in Frankreich sein und dann wird es wahrscheinlich auch Zeit werden, mir einen Schlafplatz zu suchen. Ja, und wo das sein wird, das werde ich dann einfach berichten. Lasst euch überraschen. Freue mich, dass ihr dabei seid. Bis später, gell? Ciao. Jetzt bin ich hier in Frankreich angekommen, auf meinen ersten Stellplatz. Allerdings ist das nicht ganz klar und eindeutig, ob er kostenlos ist oder hier 5 Euro kostet. Ich zeige euch jetzt mal, wo ich hier stehe. Ja, hier vorne sind 3 Stellplätze, die zur Verfügung stehen. Und so wie das aussieht, ist hier auch eine kleine Entsorgungsstation. Einmal für das Grauwasser, so wie das aussieht hier. Genau. Und das hier sieht aus für Chemietoilette. Ja, sieht wohl so aus. Ja, eigentlich ganz nett. 3 Plätze. Und bei den Plätzen handelt es sich sogar um Plätze, wo man auch Strom bekommen kann, wenn man es möchte. 240 Volt, kostet das was? Muss ich mal schauen. Ob überhaupt funktionsfähig sind, weiß ich nicht. Davon gibt es hier 2 Stück auf dem Platz. Dort vorne ist auch noch einer. Ja, und ansonsten denke ich, kann das eine ziemlich ruhige Nacht werden. Da ist Buddy. Und da ist die Lotti. Hey Lotti, schau mal. Ja. Und, gefällt's dir? Oh, sag, Hauptsache, ich kann hier ein bisschen rumschnüffeln, ne? Ein Platz von der Gemeinde. Hier steht, willkommen auf unserem Wohnmobilaufenthaltsplatz. Der Platz wird Ihnen 5 Euro pro Tag angerechnet. Wasserausgabe, Stromausgabe. 55 Minuten. Bitte melden Sie sich unverzüglich bei dem Lebensmittelgeschäft. Habe ich versucht. Ohne Erfolg. Auf den Sonntag wahrscheinlich ziemlich schlecht. Werde ich morgen mal schauen. Ja gut. Hier vorne seht ihr jetzt auch meine Kuh, gell? Hier haben wir die Mona, den Kleinbären, den Puschelhase und da drin ist der Hermann. Ja, die sind auch ziemlich entspannt. Ja, völlig unspektakulär für den ersten Platz, denke ich.
Ich hoffe, es wird eine ruhige Nacht. Ich werde mir jetzt noch ein bisschen was zu essen machen. Anschließend den Arm ein bisschen ausklingen lassen. Die Aufnahmen auf den Rechner ziehen. Vielleicht das ein oder andere Video schon schneiden. Ja, und morgen früh geht's weiter. Also, das soll es für heute gewesen sein. Kurz Nächtle, bis morgen. Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Ja, ein wunderschöner Tag. Die Nacht war total ruhig. Ich habe super geschlafen. Hatte schon meinen Kaffee, bin schon spazieren gegangen mit der Lotti. Und ja, was soll ich sagen? Ich werde mich jetzt weiter auf dem Weg Richtung San Sebastian machen, denke ich. Ja, genau. Und dann wird es wahrscheinlich, so wie es aussieht, erstmal Richtung Portugal gehen. Okay, ich würde mich freuen, wenn ihr mich begleitet. Und bis dahin, ciao, euer Ingo.